Momentum in deiner Steuerberater-Prüfungsvorbereitung. Jeder wünscht sich, dass das Lernen einem leicht von der Hand fällt und im Idealfall sogar Spaß macht. Die Realität bei den meisten Prüflingen sieht aber ganz anders aus. Häufig muss man sich richtig an den Schreibtisch quälen, hat keinen richtigen Bock aufs Lernen und verpasst sogar vielleicht einen Großteil seiner Lernzeiten. Was sind die wahren Ursachen dahinter und wie kannst du dem entgegnen? Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESH Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um das Thema Momentum in deiner Vorbereitung. Momentum, ja, genau das gleiche Momentum, was du vielleicht noch aus dem Physikunterricht aus deiner Schulzeit kennst. Aber keine Sorge, wir gehen nicht zu tief in die Physik rein, sondern es geht um ein ganz grundlegendes Prinzip, was ich dir zu Beginn auch einmal noch allgemein erläutern möchte. Und zwar sehen wir hier das entsprechende Rad. Das heißt, diese Grafik, die ich eingezeichnet habe, soll ein Rad darstellen und das weißt du sicherlich, wenn das Rad sozusagen in Bewegung ist, brauchst du viel, viel weniger Energie, als wenn das Rad stillsteht, um das auf die entsprechende Stufe zum Laufen zu bringen. Das heißt, wenn das Rad steht, das heißt, kein Momentum da ist, musst du extrem viel Kraft aufwenden, um das Ganze erstmal in Bewegung zu bekommen. Das kennst du sicherlich vom Fahrradfahren. Die ersten Meter, wenn du losfährst in dem entsprechenden Gang, sind viel, viel schwerer, als wenn du dann sozusagen bereits im Fahren drin bist und dann das Ganze dir entsprechend viel leichter fällt. Und genau das Gleiche, das bezieht sich auch auf die Examensvorbereitung. Wie ist das zu verstehen? Wenn du anfängst zu lernen, du baust Lernroutinen auf, Lerngewohnheiten und weißt immer natürlich auch im Idealfall, was zu tun ist. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, wenn du gar nicht weißt, wo du hinfahren musst mit dem Rad quasi, dann weißt du natürlich, ich muss permanent anhalten, weil ich neu mich justieren muss. Aber wenn du weißt, da ist mein Ziel, da ist mein Weg, da muss ich nur langfahren und baust dieses Momentum auf, dann ist es so, dass dir das Ganze natürlich auch deutlich leichter fällt, erstmal vom Grundsatz her. Und nichtsdestotrotz passiert es bei ganz vielen Prüflingen immer wieder, dass dieses Rad verlangsamt wird oder sogar zum Stillstand kommt. Was sind das für typische Gründe? Zum Beispiel eine Krankheit. Kann man nicht immer vermeiden, natürlich kann man viel vorbeugend machen, aber man kann natürlich nicht ausschließen, auch bei Unfällen etc., dass es einen da mal erwischt. Aber versetz dich mal in die Situation rein, wenn du schon krank gewesen bist, manchmal fällt man vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen oder noch länger aus. Je länger diese Ausfallzeit ist, desto sicherer kannst du davon ausgehen, dass das Rad quasi wirklich komplett zum Erliegen gekommen ist, wirklich steht. Und dementsprechend schwer fällt es dir am Anfang auch wieder reinzukommen. Genau das gleiche mit den anderen Punkten. Heißt, gerade jetzt zu den Wintermonaten, Thema Busy Season, hohe Arbeitsbelastung. Einer der Erfolgskiller im Steuerberaterexamen überhaupt, denn viele denken, ah, Examen ist noch ein Jahr hin, ich habe noch Zeit, ich habe eine Freistellung, da regelt sich das schon. Hier werden aber hier wird die Saat gesät sozusagen in dieser Phase und wenn du sagst, ach, ich brauche nicht so richtig, ich mache jetzt erstmal Arbeit hier, 60, 70 Stunden Wochen und du kommst nicht zum Lernen, dann führt das selbstverständlich dazu, dass das Lernrad komplett zum Erliegen kommt und genauso bei Urlaub. Das heißt, bei Urlaub muss man immer wieder von der Belastungssteuerung generell natürlich sinnvoll, aber schauen, wie lang ist der, in welchen Phasen und wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, bewusste Schritte eben einzuleiten, damit das nicht passiert. Und der Punkt, den du auf jeden Fall verantworten kannst, ist das Thema fehlende Motivation. Bedeutet für dich letztendlich, wenn du für dich sagst, okay, ich bin jetzt in der Situation, ich gehe nicht an den Schreibtisch, weil ich nicht motiviert bin, ich weiß, was zu tun ist, das bringt eh alles nichts, ich bin nicht gut genug und was die Gründe dahinter im Einzelnen sind und du dann eine Lernzeit verpasst, noch eine Lernzeit verpasst und es geht immer so weiter, dann ist es irgendwann so, dass du dir quasi so einen Stock in die Speichen steckst und ja, permanent das Rad komplett zum Erliegen bringst, weil du es dann auch wirklich, wenn du dann mal wieder einigermaßen motiviert bist, dann setzt du dich an den Schreibtisch dran. Die Lernzeiten sind brutal anstrengend, brutal schwerfällig und das führt natürlich dazu, dass du denkst, ah, Lernen liegt mir nicht, ich habe keinen Flow, es macht keinen Spaß, es ist so zäh und ich komme auch nicht so richtig voran und das ist sozusagen die Folge oder die Wechselwirkung daraus. Heißt, für dich das entscheidende Learning ist, dass du diese Punkte so gut es geht
verhindern musst. Und wenn das denn doch mal vorkommt vereinzelt, dann musst du eben zwei Punkte beachten, gerade bei der Arbeitsbelastung. Es gibt Phasen, wo du vielleicht bei der Arbeit mehr tun musst, das ist ja auch völlig in Ordnung. Du musst aber immer ein Mindestpensum sicherstellen, dass dieses Rad auf einer gewissen Geschwindigkeit weiterlaufen kann. Das heißt, dass du Sorge trägst, auch wenn du viel arbeiten musst, ein Mindestmaß zu machen. Da gibt es natürlich spezielle Möglichkeiten, eben für solche Phasen eben trotzdem sehr, sehr effektiv voranzukommen, die wenige Zeit dann optimal zu nutzen, das auch einzubauen, aber das Rad eben am Laufen zu halten. Und beispielsweise, wenn du im Urlaub gewesen bist, der zweite Punkt, und du wirklich mal eine Woche zum Beispiel nichts gemacht hast, völlig okay, oder auch zwei, wenn das sozusagen eingeplant ist, das ist natürlich immer das wichtige Kriterium, dann musst du dir bewusst sein, okay, das Rad steht jetzt, ich muss am Anfang die ersten zwei, drei Wochen richtig massiv doppelt gegensteuern, Disziplin haben, auch wenn es schwerfällt, dieses Rad muss wieder zum Schwingen gebracht werden, zum Laufen gebracht werden, damit ich danach wieder in einem normalen Flow reinkomme. Und das passiert häufig nicht und dann hat man zwei Wochen Urlaub, braucht zwei, drei Wochen, wo nichts richtig geht beziehungsweise keine Fortschritte erzielt werden, habe ich einen Monat verschenkt. Das heißt, häufig bei vielen kannst du sagen, Urlaub, doppelte Zeit, kein Lernfortschritt. Und das ist halt eine Gefahr, wenn du das nicht einplanst, wenn du diese Prinzipien nicht berücksichtigst. Hier kann man sowieso gegensteuern, hier gibt es entsprechende Möglichkeiten. Auch krankheitstechnisch kann man viel präventiv machen, wie gesagt, nicht alles, gerade bei Unfällen natürlich nicht. Und Urlaub muss man halt richtig einplanen, muss man bewusst eben der Konsequenz bewusst sein und dann eben auch doppelt und dreifach darauf achten. Das sind die Punkte, wie du das Rad eben gar nicht erst zum Stillstand bringst, beziehungsweise dann auch permanent am Laufen halten wirst. Und das wird die Examensvorbereitung für dich deutlich einfacher gestalten. Es zwingt dich niemand dazu, dass das Lernen allgemein besonders schwer ist, sondern es geht darum, dass du gut vorankommst und du kriegst keine Orden, wenn es sich für dich immer besonders schwer anfühlt. Und deswegen berücksichtige das und lass dich da gar nicht drauf ein. Du tust dir selber damit den größten Gefallen. Wenn du in deiner Steuerberater-Examensvorbereitung den passenden Anbieter, die passende, passgenaue Unterstützung benötigst, dann kann ich dir wie immer unsere ganzheitliche Prüfungsvorbereitung ans Herz legen. Dazu findest du weitere Informationen auf unserer Seite, die wir wie immer unter dem Video einblenden. Da kannst du dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns melden und in diesem Gespräch findest du dann 1:1 in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten heraus, welche Prinzipien werden wir bei dir in deiner Examensvorbereitung implementieren, um da einfach auf ein ganz anderes Level zu kommen. Das ist, wie gesagt, ein Tropfen auf dem heißen Stein, was du hier gerade gehört hast und es gibt so viele Prinzipien, um die Examensvorbereitung im strategischen, im fachlichen, gerade was die Stoffvermittlung anbelangt, aber auch die Klausurarbeit einfach um massive Stufen erhöhen kannst. Du musst dich nicht mit deiner jetzigen Stufe zufrieden geben, sondern du kannst da einfach ableveln und so viel, viel mehr aus deiner Vorbereitung rausholen. Da freue ich mich von dir zu hören. Ansonsten, wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.